Es ist Samstagabend. Wie jedes Wochenende lässt es Evas Clique richtig krachen. Die blonde Sandy und ihr Freund Noah gehören auch dazu. Hey Leute, hi! Hallo! Hi! Hi Eva! Hi! Hallo! Hallo! Geile Party hier! Ja, richtig gut! Hey, deine Jacke schaut echt klasse aus. Richtig toll! Danke! Ist echt eine geile Jacke. Passt super zu deinen Augen. Danke! Aber die war bestimmt teuer, oder? Ja, hat 120 Euro gekostet. Also die könnte ich mir nicht leisten. Aber ich habe auch keine Bonzeneltern. Was heißt denn da Bonzeneltern? Du weißt doch genau, wie streng meine Eltern sind. Die habe ich mir von meinem eigenen Geld gekauft. Ich musste 2 Monate dafür babysitten. Naja, wen interessiert das jetzt? Willst du die Jacke den ganzen Abend anlassen oder feierst du jetzt noch mit? Na klar, feiern! Hier, ich hab dir schon mal ein Getränk bestellt. Eigentlich trinke ich ja nichts. Ach komm, Eva, auf den Abend. Auf geht's, einmal geht schon. Auf einen tollen Abend. Die blonde Sandy erträgt es nicht, dass Eva bei allen Freunden so gut ankommt. Du, ich glaube, ich gehe jetzt demnächst. Ich möchte morgen noch klettern. Jetzt schon. Noah, kommst du morgen auch mit klettern? Ja. Ach komm, du wirst doch jetzt noch nicht schlapp machen. Hier, nimm, dann hältst du länger durch. Was? So ein Quatsch, sowas nehme ich doch nicht. Niemals. Dann halt nicht. Ey, ist warte, ich nehme es dir ab. Kann ich anders. Ach Eva, jetzt komm, lass doch einen trinken. Auf Ex? Prost. Völlig ahnungslos trinkt die 16-Jährige ihren Drink aus. Und die Wirkung der Droge lässt nicht lange auf sich warten. Hey Sandy, das war schon ein bisschen krass. Ich meine, das ist doch total gefährlich. Ach komm, da wird schon nichts passieren. Lass lieber tanzen gehen. Oh Leute, ey, nehmt euch ein Zimmer. Komm mal kurz mit. Hey Eva, na? Gerade so richtig heiß aus. Hast du Lust auf ein paar Fotos? Kommst du? Am nächsten Morgen. Eva ist länger als erwartet auf der gestrigen Party geblieben. Sie kann sich an nichts erinnern und ahnt nicht, dass Intrigantin Sandy ihr Getränk mit Drogen versetzt hat. Wie jeden Tag checkt die 16-Jährige als erstes im Internet, ob es Neuigkeiten von ihrer Clique gibt. Was ist denn das für eine Scheiße? Hä? Wo hat die denn die Bilder her? Drogen können Hirnstrukturen dauerhaft verändern. Deshalb kann Eva sich auch nicht an alles erinnern. Sie hat etwas getan, was sie im Normalzustand nie gemacht hätte. Bei Jugendlichen kann durch Alkohol- und Drogenmissbrauch der durchschnittliche Intelligenzquotient von 100 auf 94 IQ-Punkte sinken. Klingt jetzt nicht viel, führt aber zu dauerhaften Lern- und Gedächtnisstörungen. Alles klar? Mensch, Papa, wenn du schon anklopfst, dann kannst du wenigstens warten, bis ich hereinzack. 1-0 für dich. Na, hat jemand Lust auf frische Waffeln zum Frühstück? Ich habe echt keinen Hunger. Muss gleich weiter in die Stadt. Dann eben nicht. Sandy, jetzt geh doch mal an dein Handy ran. Oh Mensch, oh, so eine Scheiße echt. Hey Sandy, sag mal, warum gehst du nicht an dein Telefon ran? Ich versuche dich schon die ganze Zeit zu erreichen. Was? Ich habe gar nichts bemerkt. Hey, das sind ja voll die ekligen Fotos. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass wir die überhaupt gemacht haben. Also gestern warst du noch ziemlich scharf drauf, vor der Kamera zu posieren. Was? Ich kann mich echt an nichts mehr erinnern. Sag mal, hast du mir was ins Getränk getan? Ich? Ja. Ach Quatsch, du wolltest doch überhaupt nicht. Hier, nimm, dann hältst du länger durch. So ein Quatsch, sowas nehme ich doch nicht. Und wer war alles dabei, als wir die Fotos gemacht haben? Also eigentlich nur ich und natürlich Leonie, aber sonst wirklich niemand. Hey, ich darf echt nichts mehr trinken, wenn ich dann so eine Scheiße baue. War ein echt geiler Abend. Ja, richtig geil. Hey, aber die Fotos gehen echt gar nicht. Lösch die jetzt bitte. Du willst, dass ich die Fotos lösche, was? Ja. Wie wär's denn mit einer kleinen Gegenleistung? Haha, sehr witzig, Sandy. Jetzt komm, lösch die Bilder. Ey, denkst du, ich mach Witze oder so? Ich hab da hier vielleicht an deine neue Jacke gedacht, hm?
ist doch ganz neu und hat mich 120 Euro gekostet. Ja, denkst du, ich zieh irgendeine alte Jacke an oder was? Also, wenn du willst, kann ich deine tollen Fotos auch gerne ins Netz stellen. Willst du sie noch mal sehen? Nee, reicht. Das ist ein wirklich großer Vertrauensbruch gegenüber Eva. Sandy droht, die Nacktfotos zu veröffentlichen. Eva hat geglaubt, sie könnte ihrer Freundin vertrauen und die entpuppt sich jetzt als eiskalte Erpresserin. Und Eva hat hart für die Jacke gearbeitet. Sie verdient mit ihren Babysitterjobs 60 Euro im Monat. Das heißt, die Jacke hat sie 2 Monatsgehälter gekostet. Aber auch wirklich löschen, okay? Was löschen? Hallo. Hey. Hey, schaut mal, ich hab so richtig geile Fotos. Sag mal, spinnst du jetzt total oder was? Sandy, du bist meine Freundin, sowas macht man nicht. Mensch, was soll der Scheiß? Ich darf dich gar nicht vertrauen. Ja gut, also dann hat sie halt ein paar Bilder gemacht. Also wenn sich jemand erlauben kann, dann ist es ja wohl Eva. Ich sag mal, spinnst du oder so? Gib sofort das Handy wieder. Hey, jetzt beruhig dich mal. Beruhigen, ja. Du sollst sie doch eh löschen. Ja, mach ich ja. Ja, aber jetzt gleich. Ist gut. Eine Stunde später. Eva hat sich zu Hause verkrochen. Freund Danny ist gekommen, um sie zu trösten. Die beiden sind seit 2 Monaten ein Paar. Ich kann das einfach nicht verstehen. Sandy ist doch meine Freundin. Ach, du weißt doch, wie die Sandy ist. Denk dir nichts. Ist halt manchmal echt eine Zicke. Schatz. Deine Eltern sind doch nicht zu Hause, oder? Ich schau. Hast du was dabei? Ja. Zeit für rein. Danny nutzt die Gunst der Stunde und versucht so, seine Freundin auf andere Gedanken zu bringen. Doch 20 Minuten später hat es Danny plötzlich ganz eilig. Hey, Eva, ich muss jetzt los. Was? Jetzt schon? Ich hab noch was zu erledigen. Mir geht's echt nicht so gut wegen den Bildern. Jetzt kommen noch 5 Minuten, bitte. Ich hab echt keine Zeit mehr. Ich bin eh schon spät dran. Ich schau einfach noch mal klettern zu dir, okay? Ja, klar. Sehen uns dann. Ciao. Tschüss. 3 Stunden später. Eva versucht, sich beim Klettern abzulenken. Sie ist wegen der Nacktbilder, die Sandy gemacht hat, immer noch fertig und möchte am liebsten niemanden aus der Clique treffen. Hey, Eva. Du bist ja doch da. Du hast mir nicht Bescheid gesagt. Das ist alles so peinlich wegen gestern, echt. Wegen gestern? Warte mal kurz. Macht sie was aus, wenn ich mit dir kletter? Danke. Wegen den Fotos oder was? Ja. Hey, komm, jetzt denkt doch jeder, ich wäre eine Schlampe. So ein Blödsinn. Sowas macht doch heute echt jeder. Ja, aber ich nicht. Was glaubst du denn, was los ist, wenn mein Vater das sehen könnte? Der würde sich so schämen für mich, wirklich. Ja gut, aber wie soll er sie denn sehen? Die sind noch gelöscht. Komm, wir sind alle Freunde, da erzählt niemand was. Jetzt stress dich mal nicht so. Komm, jetzt lass uns halt mal ein bisschen klettern. Vergiss die scheiß Fotos, echt. Ich versuch's. Gerade in der Pubertät wollen Teenager vor ihren Freunden cool sein. Und Eva schämt sich, weil alle sie nackt gesehen haben. In diesem Alter haben Jugendliche oft große Probleme, ihren Körper so zu akzeptieren, wie er ist, und finden sich oft unperfekt und hässlich. Sandy hingegen macht sich gar keine Sorgen. Die 16-Jährige hat kein schlechtes Gewissen und freut sich, Eva durch die Nacktfotos in der Hand zu haben. Dass ihr Freund Noah immer mit Eva zusammen klettert, ist ihr ein Dorn im Auge. Als sie die beiden zusammen erwischt, platzt ihr der Kragen. So eine Schlampe. Die wird noch was erleben. Eine Stunde später. Sandy ist rasend vor Eifersucht. Sie will, dass Eva richtig leidet, koste es, was es wolle. Du, Eva, ich muss mit dir reden. Hey, was machst du denn hier? Scheißegal, warum ich hier bin. Ich will die neue Jeans von... Was hab ich damit zu tun? Du willst sie mir kaufen. Sandy, ich kauf dir doch keine Jeans für 300 Euro. Wenn du es nicht tust, dann landen deine Nacktfotos auf... Und dann kann dich jeder sehen, auch dein Dad. Und wenn sich erst mal rumspricht, dass du wie eine Schlampe vor der Kamera posiert hast, dann kann dein Vater als Lehrer auch einpacken. Hey, ich dachte, du hättest die Fotos schon längst gelöscht. Tja, falsch gedacht. Hey, komm, ich lass mich echt nicht von dir erpressen. Gut, dann schicke ich sie eben sofort rein. Sag mal, Sandy, was soll der Scheiß? Ich dachte, wir wären Freundinnen. Freundinnen? Ja. Das dachte ich auch, bis du dich an Noah rangemacht hast. Hey, ich hab doch genau gesehen, wie du dich in der Kletterhalle an ihn rangemacht hast. Ach, komm schon. Du wirst mir die Hose besorgen. Wie soll ich das denn machen? Ich hab kein Geld. 40 Euro Taschengeld und 60 Euro Babysitten, da komme ich leider nicht so weit. Dir wird schon was einfallen und du wirst sie mir kaufen.
Ach, und übrigens, wenn du dich bei Noah ausheulst, dann landen die Bilder sofort im Netz. Hey, Sandy! Sandy erpresst Eva schon wieder. Es ist jetzt wirklich an der Zeit, dass Eva sich Hilfe von einer außenstehenden Person holt. Ja, Sandy ist extrem eifersüchtig. Eifersüchtige Menschen haben Angst, andere zu verlieren oder einfach nicht gut genug zu sein. Gründe dafür sind ein mangelndes Selbstwertgefühl oder Selbstzweifel. Sandy hat Angst, Noah zu verlieren und will Eva deshalb fertig machen. Eva ist verzweifelt. Sie weiß nicht, wie sie an das Geld für die Jeans kommen soll. Freund Danny ist ihre letzte Hoffnung. Lust heute Abend was zu unternehmen? Danny, kann ich dich mal ganz kurz sprechen? Siehst du nicht, ich unterhalte mich hier gerade. Es ist echt wichtig. Ja, was denn, Eva? Was willst du denn? Kannst du mir bitte 300 Euro leihen? Ich weiß echt nicht, wen ich sonst fragen soll. 300 Euro? Für was denn? Du weißt doch, Sandy hat diese Fotos von mir gemacht. Ach, die Fotos, das interessiert mich alles nicht. Du hast sie doch freiwillig gemacht. Was? Ich will nicht mit einem Mädchen zusammen sein, die ihre Möpse der ganzen Welt zeigt. Sorry, auf den Scheiß hab ich keinen Bock. Zwei Tage später. Bisher hat Eva die 300 Euro für die Jeans von Erpresserin Sandy nicht auftreiben können. Eva hat Angst, dass diese ihre Drohung wahrmacht und die Nacktfotos veröffentlicht. Hallo Eva. Hey, was wollt ihr denn hier? Wir wollten gerade zu dir. Hey, sag mal, wann bekomme ich eigentlich meine Hose? Ich warte jetzt schon 2 Tage. Sandy, du weißt genau, wie teuer die ist. Ich habe keine Ahnung, woher ich das Geld nehmen soll. Dann plünder eben dein Sparschwein oder was weiß ich. Bitte gib mir noch ein paar Tage Aufschub, ja? Dann besorge ich dir die Hose. Ey, willst wirklich. Du mich verarschen oder so? Ich will die Hose jetzt sofort. Sandy, aber wie soll ich das denn machen, bitte? Hey, du wirst eine Lösung finden, okay? Hallo, Herr Dominik. Ist alles in Ordnung? Ja. Ja, alles gut, Papa. Alles gut. Alles gut. Okay. Wir sehen uns dann später. Ich habe jetzt einen Termin, ja? Schönen Tag. Ciao. Noch. Ich gebe dir noch 4 Tage. Und du besorgst mir die Hose. Ansonsten kannst du schon mal deine Likes auf prüfen, okay? Und dein toller Daddy wird dich dann auch nackt sehen. Also, du hast verstanden. Du weißt, was du zu tun hast. Komm, Leonie. Vier Tage später. Mobbingopfer Eva hofft, dass die Erpressung heute endlich ein Ende nimmt. Hier, bitte. Da hast du deine Jeans. Geh doch. Und jetzt lösch bitte endlich diese Fotos, ja? Sofort, ich will sehen. Bevor ich deine Fotos lösche, wirst du mir und Leonie erstmal noch ein paar Wünsche erfüllen, okay? Was? Sag mal, spinnst du jetzt total oder wie? Du hast mir versprochen, die Bilder zu löschen, also mach's jetzt auch. Entweder du erfüllst uns die Wünsche oder deine tollen Fotos landen im Netz. Und dann kann sie jeder sehen und dein toller Papi natürlich auch. Und dein Taschengeld und das Geld fürs Babysitting kannst du uns auch gleich geben. Damit Was? Das klar ist. Was willst du denn noch alles von mir? Sandy hat sich hier ganz klar strafbar gemacht. Zeigt Eva sie an, hat sie mit Sozialstunden zu rechnen, deren Umfang vom jeweiligen Jugendrichter abhängt. Mit einer Haftstrafe muss sie noch nicht rechnen, da es sich um ein Erstvergehen handelt. Eine Woche später. Eva hat mittlerweile fast 800 Euro ausgegeben, um ihre Erpresserin ruhig zu stellen. Für Sandy eine Jeans im Wert von 300 Euro und eine Handtasche für 180 Euro. Für Sandys Freundin Leonie eine Kette im Wert von 70 Euro. Beide wollten noch Schuhe haben, Gesamtwert 250 Euro. Immer wieder hat sie über das Kundenkonto ihrer Eltern bei einem großen Versandhandel bestellt. Guck es dir bitte genau an, guck dir diese Summen an, die sie ausfällt. 792 Euro hat sie Sachen bestellt, hinter meinem Rücken, auf meinem Konto. Ich will das jetzt wissen. Eva! Ja. So, komm bitte, kannst du mir das bitte erklären? Hast du das alles gekauft? Wieso machst du sowas? Wieso sagst du nicht, wenn du was brauchst? Warum? Ich wollte einfach auch mal dazugehören. In der Schule laufen alle mit diesen Klamotten rum. Hier glaubt ihr, ich komme mit 40 Euro im Monat weit? Warum hast du da eingekauft hinter unserem Rücken? Was ist denn mit dir los? Jetzt beruhig dich mal, wir können ja das Geld wieder zurückkriegen, wenn wir es zurückschicken. Jetzt hol mal die Sachen, wo sind die eigentlich? Die habe ich verloren. Mädchen, bitte, wir sind deine Eltern, warum lügst du uns denn an? Hör mal auf, was ist denn los? Wo sind diese Sachen?
Ja, wird sein Taschengeld kürzen. Ganz gekürzt, ne? Diese 792 Euro, die wirst du uns auf den letzten Cent durch deinen Babysitterlohn zurückbezahlen. Alles klar? Ja. Ihr habt echt überhaupt gar keine Ahnung. Keine Ahnung habt ihr von meinem Leben. Nichts wisst ihr. Oh. Lauf halt nicht weg, bleib halt mal da jetzt. Evas Verhalten war natürlich kurzsichtig, denn die Kontobewegungen konnten nicht lange unbemerkt bleiben. Ihre Eltern müssen dennoch dafür aufkommen, denn sie haben den Computer bzw. die darauf befindlichen Daten nicht ausreichend vor dem Zugriff durch ihre Tochter geschützt.